richtig positiv ausgesehen. Kaltfront, die Zeit von Lützebüsche Warschau und darauf werden zwar noch ziemlich viel Luftmassen, allerdings werden wir von Mur und von diesem Hochdruckgebiet beeinflusst gehen. Das heißt, Temperaturen am Dach, die klammen dann auch einen guten Krack. Rupf. Guck mal hin. Da kommen noch vereinzelt, deals auch noch kräftig schaueren Ruf, besonders am Eisleck. Für den Rest bleibt es dann aber echter Drüschen und es kommt zu vereinzelten Abklärungen. Dabei kühlt Temperaturen zwischen 3 und 0 Grad Celsius. Den Heischnivel, den sich am Laufenden nicht wird vermehren, verzieht sich dann aber ganz sehr. Und dann haben wir einen freundlichen, so einen wolligen Mix, aber nur mit so gute Chance, ob einen wirklich schönen blauen Himmel, wo so ein dann sozusagen auch gut kein Wolleg mehr für uns schwer tun. Bei Temperaturen zwischen 9 und maximalen 12 Grad Celsius, da dann nur zu Wasser belöscht. Die Wand, die kommt aus Nordosten, abläst mittel bis schwach mit 20 bis 30 Kilometer. Andersrum. Der Blick auf die nächsten Tage verspricht viel. Wir haben einen freundlichen, so einen wolligen Mix. Schon nach dem Dienstag und Mittwoch Temperaturen ändert dem Gefrierpunkt das nutzt. Dafür aber am Donnerstag maximal 18 Grad an Sonne pur. Da haben wir einen sonnigen Start an die neue Woche.